Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics. Ja, ich habe wieder was mitgebracht und zwar drei kleine Tierfarmen. Hier haben wir sie hinter uns und ich habe daneben noch Kisten hingestellt, damit ich nicht alles gleichzeitig im Inventar habe. Damit ich euch das besser zeigen kann. Und bevor wir zum Tutorial kommen, lasst doch einfach mal ein Like, ein Abo da, falls es euch gefällt. Und ich brauche eure Ideen, also irgendwelche Vorschläge für Redstone Mechanics. Ich bin nämlich momentan knapp an Ideen. Und wenn ihr irgendeine Idee habt für irgendwelche Redstone Mechanics, lasst sie doch einfach mal in der Kommentarbox verschwinden. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Intro. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir die drei Farmen. Hier haben wir erstmal die Hühnerfarm, die funktioniert komplett automatisch. Das heißt, wenn die Hühner Eier legen, landet es da in dem Trichter, landet unten in dem Auswurfblock. Dann wird hier ein Redstone-Signal ausgegeben. Das aktiviert dann hier den Kolben. Und dann gibt es hier eine Glock, die dann hier den Verstärker aktiviert. Und jetzt war es gerade der Fall. Und dann wird es ausgeworfen und dann gibt es hier viele kleine Hühnchen. Wenn wir dann den Knopf drücken, dann würden die großen Hühner verbrennen und die kleinen bleiben natürlich übrig. Die brauchen wir ja noch. Und wenn die dann verbrennen, dann kriegt man gebratenes Fleisch und Federn raus. Ja, das war es im Grunde diese Farm hier. Jetzt haben wir hier diese Farm, wieder dasselbe Prinzip mit dem Verbrennen. Ihr seht, da ist eine große Kuh drin, eine kleine Kuh. Die große Kuh verbrennt, die kleine Kuh nicht. Das wollen wir haben. Und wenn ich Mobblut aktiviert hätte, hätte sie hier auch was gedroppt. So, wir haben hier aber noch einen zweiten Knopf. Der aktiviert das Wasser für hier oben. Deshalb ist diese Farm auch nicht vollautomatisch. Wir müssen die nämlich immer wieder füttern. Wenn wir die alle mal gefüttert haben, na komm schon, es sind immer noch nicht alle gefüttert, füttern, 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 jetzt sind alle gefüttert und wieder das deaktivieren, ihr seht, dann fallen die Kälbchen von da oben nach unten und wenn sie größer werden, können sie verbrannt werden. Ja, jetzt haben wir hier die Schweinefarm, die ist im Grunde ganz gleich und ich habe da tatsächlich was falsch gebaut. Moment. So. Ja, so ist besser. Ich habe da ein Glas durch einen Quarzblock ersetzt. Der einzige Unterschied liegt darin, dass wir hier Eisenfalltüren haben, oben und unten. Ihr könnt natürlich auch Holzfalltüren nehmen. Das ändert gar nichts. Aber hier haben wir die Quarzstufen genommen, weil die Ferkel kleiner sind als die Kälbchen. Und dadurch auch besser dadurch passen und auch besser verbrannt werden können, wenn sie größer werden. Hier gibt es gerade keine großen Schweine, deshalb füttern wir die auch mal. Wieder Wasser anmachen, dann fangen sie an zu springen. Dann füttern wir sie alle. Einmal füttern. Komm schon. Ja, jetzt sind alle gefüttert. Und ihr seht, da ist schon ein kleines Ferkel unten gelandet. Wenn wir das auch verbrennen würden, ihr seht, das verbrennt jetzt nicht, aber wenn es verbrennen würde, dann würden wir auch Schweinefleisch rausbekommen. So, dann können wir das hier wegmachen und gehen mal gleich... Warum mache ich das kaputt? Entschuldigung, Leute, das ist ein bisschen... So, jetzt haben wir es repariert. Gehen wir mal hier rüber zu den Hühnchen. Da brauchen wir erstmal ein Steinschalter, ein Redstone, ein Verstärker, ein Vergleicher, zwei Spender, einen haftenden Kolben, drei Beobachter, zwei Trichter, eine Truhe, ein Lavaeimer, 30 Baublöcke, 16 Stufen und dreimal Glas. Das Glas könnt ihr natürlich ersetzen, aber ich mag es, wenn man da durchsehen kann. Und hier oben muss es ja auch kein halb hohes Dach sein, man kann auch ganze Blöcke nehmen.
Aber ich habe es einfach so gemacht, weil es schön aussieht. Gut, dann kommen wir zum Bau. Hier haben wir eine 3x5 große Platte. Da packen wir erstmal ganz vorne eine Kiste und dahinter einen Trichter. Dann können wir die Kiste schon wegpacken. Wir haben nämlich nur eine, brauchen auch nur eine. Dann gehen wir hier hin und machen drei Blöcke an die Seite, drei Blöcke an die Seite. Ein Block dahinter und nochmal drei Blöcke an beide Seiten. Dann haben wir hier so einen kleinen Tunnel. Auf dem Block da hinten machen wir einen Spender, einen Auswurfblock und dahin eine kleine glatte Quarzstufe. Dann brauchen wir nochmal den Spender und einen Beobachter. Den Beobachter setzen wir so rum hin, packen erstmal schon vorher einen Knopf dran und dann den Spender dahinter. Da machen wir den Lava-Eimer rein und wenn wir einmal drauf drücken, passiert nichts. Das wird einmal ausgespuckt und wieder eingesammelt. Das heißt, das ist schon mal sicher. Können wir den Steinschalter auch schon mal wegmachen und den Spender auch. Dann machen wir hier 1, 2, 3 Glasblöcke davor. Machen hier nochmal Stein hin, hier nochmal Stein. Dann schleichen wir, packen hier oben einen Trichter hin. Da kommen halt die Hühner nachher drauf und packen hier noch ein Glas dran. Machen hier nochmal die glatten Quarzblöcke hin und packen schon mal da Quarzstufen drauf. Dann füllen wir das hier mal aus mit Blöcken. Wir brauchen nämlich hier ein paar Blöcke. Packen einen Vergleicher nach hinten, der raus zeigt. Dann einen glatten Quarzblock mit keinem Redstone drauf. Dann, komm schon, geh weg, einen klebrigen Kolben hier hin, einen Beobachter da dran. Dann füllen wir das hier auch mal wieder aus, das brauchen wir nämlich alles nicht. So, und packen hier nochmal einen Verstärker, einen Beobachter dran, einen Block mit Redstone oben drauf und einen Verstärker. So, hier habe ich natürlich wieder Mist gebaut. Da kommen glatte Quarzstufen dran. Und dann haben wir es schon. Das ist fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die Hühner. Dazu nehme ich natürlich ein Spawn-Egg. Aber ihr könnt das auch im Survival machen, indem ihr Hühner hier drauf lockt und dann da gefangen haltet. Ich nehme einfach mal 4 Stück und mache es zu. Und sobald sie anfangen Eier zu legen, kommen die Hühner da auch raus, wir können sie verbrennen und kriegen Essen. So weit, so gut. Dann können wir das hier alles wegmachen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Und dann kommen wir jetzt zur Kuhfarm. So, dann haben wir hier die Kuhfarm. Die hat 2 verschiedene Funktionen. Wie schon eben gezeigt, haben wir hier einmal Lava. Außerdem haben wir hier einmal Wasser, wo man dann die Kühe füttern kann. Und dann fallen die Kälbchen natürlich hier runter. So, also, was brauchen wir dafür? Wir brauchen 2 Steinschalter, einen Redstone-Block, 2 Spender, einen haftenden Kolben, einen Beobachter, einen Trichter, eine Truhe, einen Lava- und einen Wassereimer, 2 Eisenfalltüren, 47 Blöcke, 7 Stufen und 3x Glas. So, wieder fangen wir an mit der Truhe hier am Anfang auf einem 3x4 großen Feld und packen hinter die Truhe wieder einen Trichter. Dann können wir die mal kurz austauschen und die Wasser- und Lava-Eimer brauchen wir sowieso gerade nicht. Dann bauen wir den Rest der Platte einfach mal mit Blöcken aus. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich finde es, dass es so schön aussieht. Und deshalb mache ich es. Dann baut ihr noch einen weiteren Rahmen draußen. So. Und packt dann eine Eisenfalltür drauf. Ihr könnt auch eine andere Falltür nehmen, wie ihr möchtet. Es euch überlassen.
Dann nehmen wir uns einen Beobachter, packen den hier hin und einen Spender dahinter. Dann nehmen wir uns einen haftenden Kolben, setzen ihn so rum hin und noch einen Redstone-Block. So, den Rest können wir auch fast wieder mit Blöcken ausstatten. Hier zum Beispiel nicht, das können wir nicht machen, weil da der Redstone-Block hingeschoben werden muss. Hier drüber kommt dann ein Dispenser und hier kommt aber noch ein Block. So, dann kommen hier noch zwei Blöcke hin und Moment, hier noch zwei Blöcke. Dann könnt ihr das hier innen auch mit Glas ausfüllen. Dann habt ihr dreimal Glas wie hier drüben. Und könnt auch schon mal hier die Stücke draufsetzen, die Stufen. Und hier am besten noch einen Block, sonst können die Kühe oder die Schafe fliehen. Der Rest wird einfach auch wieder mit Blöcken ausgelegt. Hier, da wo die Kühe drinne stehen, wieder mit ganzen Blöcken und der Rest mit Stufen. So, in den oberen Spender kommt ein Wassereimer rein und in den hier unten ein Lavaeimer. Wieder schnappe ich mir die Kühe hier und packe da einfach mal wieder vier rein. 1, 2, 3, 4. So, dann können wir einmal die Funktion austesten. Und da habe ich was vergessen. Ihr müsst einmal kurz den Lavaeimer rausnehmen und dann den Knopf ranmachen und wieder reinsetzen. So, dann können wir das mal ausprobieren. Das funktioniert. Und da habe ich was vergessen. Tatsächlich müssen nämlich hier, müsst hier noch eine Falltür reinbauen, damit das Wasser nicht runterfließt und die großen Kühe auch nicht runterfallen können. So, dann haben wir das geschafft. Wir könnten die jetzt auch noch füttern, aber das lasse ich erstmal. Dann können wir das wieder entfernen. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Kann alles wieder weg. Jetzt haben wir die Schweinefarm. Die ist im Grunde genauso aufgebaut, nur dass es da zwei Stufen gibt. Und dazu brauchen wir auch fast dasselbe. Und zwar zwei Steinschalter, einen Redstone-Block, zwei Spender, ein Beobachter, einen haftenden Kolben, ein Trichter, eine Truhe, Wasser und Lava, 47 Baublöcke, 9 Stufen und wieder dreimal Glas. So, wir machen wieder die Truhe und wieder den Trichter, wie schon davor. Und können das wieder auswechseln, und zwar damit. Dann machen wir wieder den Rest der Platte einfach komplett voll und machen nochmal einen Rahmen da drum. So und so und so. Diesmal kommt statt der Falltür eine Stufe hier drauf für die Schweine. Und dann kommt ein Beobachter hin, und zwar genau hier, und einen haftenden Kolben hier. Da würde ich euch empfehlen, schon mal vorher die Knöpfe ranzumachen. Dann gehen wir nach hinten, hier machen wir einen Redstone-Block dran und da einen Spender. Den Spender mache ich jetzt auch schon mal die Lava rein, und dann haben wir das auch schon geschafft. Dann machen wir hier noch Blöcke rauf, hier einen Block hin und da dran ein Spender, der zur Seite zeigt, genau so, und machen dann Wasser rein. Dann machen wir hier wieder Blöcke hin, machen hier auch wieder Blöcke hin. Und das war ein Spender, deshalb öffnet man den natürlich so. Und nicht vergessen, hier kommt noch eine Stufe rein, damit nur die Ferkel runterfallen können und nicht andere Tiere. Dann wieder dreimal Glas, dann wieder drei Blöcke, und weil es wieder ein Spender ist, habe ich den schon wieder geöffnet. So, Block, Stufe, 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 Stufe. So, und eine letzte Stufe. Dann haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir wieder die Schweine hier reinbekommen. Also Schweine haben wir hier. Wieder 1, 2, 3, 4. Und dann testen wir mal aus.
Hallo? Tschüss. So, Wasser funktioniert und Lava funktioniert auch. So, das war's, Leute. Wir haben hier die drei Farmen gebaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.